Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Transformation Lunch. Ich bin Hedi Schäfer und das ist mein Kollege. Adrian Hilbert, hallo zusammen. Was wäre, wenn du deine Rituale tatsächlich oder neue Rituale tatsächlich erfolgreich in dein Leben integrieren könntest? Darüber wollen wir heute sprechen. Adrian, du bist Experte in Ritualen und Gewohnheiten. Korrekt? Ja, ich bin Experte für Gedankentransformation, aber ich kenne mich auch mit Gewohnheiten und Routinen aus, ja. Und ich glaube, du Ja, hast immer wirklich Lust auf. wieder kommen Coaches zu mir, die eben genau dieses Thema haben und sagen, ja, wie kriege ich das denn hin, dass ich ja erstmal aus einer Wiederholung eine Gewohnheit mache und aus dieser Gewohnheit irgendwann ein Ritual oder eine Routine letzten Endes wird, dass ich gar nicht mehr ohne dieses kann, ja. Dass es der Autopilot wird, dass es die neue Autobahn wird, dass es einfach Genau. dahinfährt. Ja, Und bin ich auch. erstmal ist dazu zu sagen, dass wir ja alle individuelle Menschen sind und jeder da seinen eigenen Rhythmus finden darf. Denn das, was für mich richtig ist, kann für jemand anders, weil er ein ganz anderer Schlaftyp ist oder eher abends Energie hat und nicht morgens Energie, schon wieder komplett anders sein, ja. Aber dennoch gibt es halt einfach gewisse Tagesabschnitte, wo wir gewisse Dinge tun. Und die kann ich natürlich verändern, indem ich halt meine neuronalen Netzwerke umprogrammiere, um die dann eben zu tun. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist die Zahnseide. Wir kennen das Was ist die alle. Zahnseide? Wie bitte? Was ist das? Die Was ist das? Zahnseide, ja, die Zahnseide. Damit machen wir unsere Zähne sauber, ja. Und ja, ganz viele, die dann quasi bei der professionellen Zahnreinigung waren und gesagt bekommen, wie ihre Zähne so beieinander sind, bekommen dann gesagt, benutze Zahnbürstchen oder Zahnseide regelmäßig und sind dann auch sehr motiviert dran. Und dann irgendwann schleift sich der Alltag wieder ein und die Zahnseide steht im Spiegelschrank und wird nicht mehr rausgeholt. Yep. Und das ist halt so ein typisches Beispiel, wie ich durch Wiederholungen eine Gewohnheit mache und dann schläft es wieder ein. So, wie komme ich da jetzt raus, ne? So, und Ja, dieses. wie will ich es so badly, wie will ich es einfach immer benutzen, Ja. dass ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenke? So ist es, genau. So, und eine gute Methode ist dann wirklich, sich einen Trigger zu setzen, dass ich eben sage, okay, jedes Mal, bevor ich mir die Zahnbürste schnappe, und ich habe vorher nicht die Zahnseide genommen, mache ich so und sage nein und hole die Zahnseide aus dem Schrank und fange eben an, diese zu benutzen. Und das muss ich natürlich einige Male machen. Viele sagen 20 Tage, andere sagen 30 Tage. Also es gibt ganz viele Theorien. Letzten Endes ist meine eigene Wahrheit zu diesen Ritualen und Routinen, dass es halt immer so ist, dass du aus einer Wiederholung eine Gewohnheit machst, aus der Gewohnheit irgendwann ein Ritual und das selbst ein Ritual, wo du eigentlich nicht mehr ohne kannst, wieder zusammenfallen kann. Bei Ja. mir ist es zum Beispiel so, dass das morgendliche Bett aufbetten, das ist mein erster Erfolg am Tag. Und wenn Viola und Frieda noch schlafen und ich dann halt mit anderen Themen aus meiner Morgenroutine starte, fehlt mir das richtig und wenn ich die halt merke, die stehen auf, dann gehe ich halt zum nächstmöglichen Zeitpunkt ins Schlafzimmer rein und mache das Bett, weil das halt, also es ist halt für mich ein Ritual, das gehört einfach dazu, das brauche ich. Ne? Ja, ich kann auch nicht mehr ins Schlafzimmer gehen und ein unaufgeräumtes Bett sehen. Und ich war vorher völlig anders. Sehr interessantes Beispiel. Ja, absolut. Und mit der Zahnseide ist es mittlerweile genauso, ne? Dass dadurch, dass ich dann diesen Trigger gesetzt habe, immer die Zahnbürste echt so hastig losgelassen und Spiegelschrank auf, Zahnseide raus und dann halt wirklich alle Zähne durch. Natürlich ist meine Zahngesundheit und mein Zahnfleisch deutlich besser geworden, gar keine Frage. Das ist dann der positive Nebeneffekt. Aber mittlerweile ist es sogar so, dass wenn ich lange mit bei Freunden war und wir vielleicht Raclette gegessen haben, Wein getrunken haben und es ist irgendwie eins geworden. Und man will eigentlich ja dann nur noch Richtung Waagerechte, wenn man wieder zu Hause ist, ne? Und putzt sich halt die Zähne und liegt im Bett. Und dann ist es oftmals so, dass ich denke, oh, ich habe vergessen, die Zähne zu putzen, stehe tatsächlich nochmal auf und ziehe das durch. Ich muss
zugeben, dass das jetzt gar nicht mehr vorkommt. Ich habe noch so eine Brücke, dass wenn ich halt keine Lust habe, Zahnseide zu nehmen und es einfach schneller gehen muss, gibt es ja noch diese Bürstchen, diese Zwischenraumbürstchen, und das ist halt meine Brücke, weil es geht halt noch mal schneller als die Zahnseide. Das heißt, 5 Tage die Woche in der Regel nehme ich Zahnseide und 2 Tage die Woche diese Bürstchen, aber ich kann eigentlich nicht mehr ohne. Nicht eigentlich, ich kann nicht mehr ohne. Und das ist letzten Endes auch, was es dann ausmacht, ja, genau. Was ist nur, wenn ich, wie jetzt auch gerade passiert, und wir haben es so enthalten, ich habe eine tolle Morgenroutine und dann passiert was. Also entweder was im Außen, irgendein, was weiß ich, Todesfall, um den ich mich jetzt, ne, der so einen Schockmoment auslöst, oder ich werde krank oder mein Kind wird krank. Also so die Zeit erstmal so, ne, ich habe es jetzt etabliert. Ich weiß, ich brauche dafür ungefähr, jetzt meine Morgenroutine braucht ungefähr eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Wenn aber jetzt irgendwie was passiert, was ich nicht, wo ich ne, keinen Einfluss drauf habe, und dann ist plötzlich, was weiß ich, nur noch 5 Minuten davon übrig, was dann? Also erstmal müssen wir unterscheiden. Es gibt 2 Arten von Gehirnen, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Die einen Gehirne sind so programmiert, dass sie von einem Fettnapf in den nächsten laufen, das Pech gepachtet haben und quasi, ja, einfach ein sehr negatives Mindset haben und gefühlt nur SCA anziehen. Und das andere Gehirn ist so, dass es sehr positiv denkt, sehr hoffnungsvoll ist, selbstständig denken kann. Lösung findet für das Klare, Problem. nochmal bitte. Lösung findet für das Problem. Ja, eine klare Vision, Mission vom Leben hat, und wenn es halt wirklich mal eine krasse Niederlage gibt oder auch eine Herausforderung, findet es eben diese Lösung und kommt sehr schnell wieder in den Flow-Zustand. So, die erste Variante von Menschen wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, sehr große Schwierigkeiten haben, überhaupt Routinen und Rituale einzuführen. Die muss erstmal grundlegend eine Umprogrammierung einführen, dass eben Glaubenssätze etc. geschiftet werden und letzten Endes so auch sich das Leben von dieser Person ändert. Die zweite Person wird sich da schon leichter tun. Und bei mir selber war es eben auch mal so, dass ich länger krank war und mich danach auch richtig schlapp gefühlt hat. Und ja, also ich kann es ruhig sagen, es war Corona. Und also ich lag halt 7 Tage wirklich mit starken Grippesymptomen flach. Es hat sich so angefühlt wie in der Kindheit, wo ich halt auch mal eine starke Grippe hatte und es mich wirklich 7 Tage ausgenockt hat. Ja, und danach habe ich erstmal vom Energielevel her sehr, sehr viel Schlaf gebraucht. Dadurch ist meine Morgenroutine halt gekippt und ich habe dann wirklich nur noch die essentiellen Sachen wie Meditation etc. gemacht. Alles andere links und rechts ist halt weggebrochen. Ja. Und es hat dann eine ganze Zeit gedauert, bis ich wieder es geschafft habe, um 6 Uhr aufzustehen. Ich liebe halt auch die Zeit morgens, wenn Viola und Frieda noch schlafen, wo es schön ruhig ist, ich mich eben um meine Tagesabläufe kümmern kann, meditieren kann. Ich mache dann auch immer noch eine Einheit TRX, um eben auch mich in Kräftigung fit zu halten, was meinen Körper angeht. Und ja, dieser Weg dahin war halt ja ein bisschen steinig nach Corona. Und das ist eben das, was ich auch mitgeben möchte, ne? Unser Leben ist eben nicht so immer alles super, sondern es ist wellenförmig. Und wenn wir halt merken, boah, jetzt sind wir hier unten, dass wir dann eben die richtigen Maßnahmen ergreifen, um wieder hinzukommen. Es kann natürlich auch sein, dass dann so eine Morgenroutine nach so einer Krankheit komplett anders aussieht, abgespeckt, kleiner, dass ich erstmal wieder Mini-Erfolge habe und dann kann ich darauf aufbauen, ja. Genau. Oder vielleicht auch komplett anders. Vielleicht ist gerade das auch der Change, um dann zu sagen, vielleicht probiere ich auch mal was anderes. Oder? Absolut, ja, genau. Ja, und wir wissen ja, dass wir eben diese 60.000 bis 70.000 Gedanken am Tag haben. 90% sind davon immer die gleichen. Deswegen fällt es uns eben auch so schwer, mit diesen 10% an neuen Gedanken etwas Neues in unser Leben zu ziehen, ja. Ja, und weil wir auch so ungeduldig sind, ne? Wir wollen am liebsten die ganzen 60.000, 70.000 einmal komplett umdrehen, um sofort den Erfolg zu sehen, anstelle eben zu wissen, okay, wir machen es slowly but surely, gehen wir in die richtige Richtung. Absolut, ja. Tausend Sehr Dank, gerne. sehr schön, auf eine kraftvolle ja, Morgenroutine, Abendroutine überhaupt.
Das lässt sich auf alles auf den, anwenden, ja, also auch ja, auf genau. jegliche Gewohnheit, auf jegliche Routine. Und es Ja. ist immer auch mit Energie eben, ja, mit viel Energie aufzuwenden, gerade am Anfang, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Gewohnheit, 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 scheitern, alles fliegt dir um die Ohren, wieder anfangen, wiederholen, wiederholen, wiederholen. Routinen, Routinen, Routinen und irgendwann wird es dann wirklich zum Ritual, das so halt wie bei mir mit dem Bett aufbetten, du kannst eigentlich nicht mehr ohne, ja. Ja, super. Vielen Dank für das ehrliche Gespräch heute im Transformationslunch. Sehr Hat gerne, Spaß hat wie immer gemacht, Spaß gemacht, liebe Edi. hoffentlich euch auch. Lasst uns eure Kommentare oder Fragen unten, ja, dass wir die auch beantworten können. Und bis ganz bald. Genau, ach, wir posten nochmal unsere 1:1 Strategiegespräche unten rein, wenn Sowieso. ihr mehr über Hedis, meine Arbeit wissen möchtet, einfach auch mal einen Status quo haben wollt, wo ihr steht, wo ihr hin wollt, tragt euch gerne ein. Das ist alles mit unserem Terminkalender verknüpft und wir freuen uns auf euch. Absolut. Bis Ciao, bald. ciao. Tschüss.